Prost! Prost! Oh, der kommt von unten hier. Hallo liebe Simson-Freunde, nochmal eine Optimierung, heute mal zum Thema Benzinfilter. So, heute mal das Thema Benzinfilter, kennt ja wahrscheinlich jeder. Es gibt ja zig Benzinfilter auf dem Markt, Papierfilter, Gewebefilter, Messing-Sinter-Filter. Es gibt alles Mögliche. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei hingelegt. Diese kennt man ja hier von aus so manchen Simson-Shops. Sind nicht schlecht, aber haben ein Problem. Die werden hier in der Mitte dann irgendwann undicht. Also insofern finde ich nicht zu gebrauchen. Und auch solche großen Filter, sieht halt unschön aus. Also legen wir auch mal beiseite. Also wir haben schon einige Filter durchgeprüft, beziehungsweise ausprobiert. Humpelzunge schon hier nach dem vierten. Und zwar, diese Filter eignen sich wirklich gut. Die sind von der Firma Carcoma. Wir werden das nachher da nochmal im Video in den Beschreibungen verlinken, da unten. Und zwar bekommt man die eigentlich ganz gut im Internet noch, obwohl Carcoma die wohl auch nicht mehr herstellt. Es gibt da verschiedene Ausführungen von. Diese, ich weiß nicht, ob man sehen kann, die sind braun. Also die haben so ein braunes Kunststoff. Das gibt es nochmal mit weißem Kunststoff und mit schwarzem Kunststoff. Und das ist ein Indiz für die Maschenweite. Also diese Maschenweite mit dem braunen Kunststoff hat sich also wirklich bewährt. Der setzt sich weder zu, noch kommt irgendwo Schmutz in den Motor. Man hat ja vielleicht immer mal ein bisschen Rost im Tank. Also der eignet sich wirklich richtig gut und ist sehr, sehr langlebig. Vor allen Dingen kann man den einfach mit Bremsenreiniger rückspülen oder mal mit Pressluft ausblasen. Also die Maschenweite ist wirklich perfekt. Der weiße ist zu dünn, der neigt dann auch wieder zum Verkleben, genauso wie Papierfilter. Nur so eine kleine Empfehlung, also dieser Spritfilter von Carcoma ist wirklich gut. Ja, das war's. Bis denn. Ciao.